Ja, tut mir leid, mir fällt keine lustige Anmoderation ein. Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcast Geigen, wo wir heute einen richtig dicken Fisch für euch an Land gezogen haben, filmisch. Das musst du, das ist schön, aber das musst du mit ein bisschen mehr Enthusiasmus sagen. Also, ich lasse das jetzt mit der Anmoderation. Ich muss das ja noch üben, ich Ja, bin ja. genau. Also, ich würde das so anmoderieren. Und herzlich willkommen beim König, der Podcast Geiden, dem Podcast, der heute filmisch einen richtig dicken Fisch an Land gezogen hat. Sehr schön. So macht man das hier. Ja, Verzeihung, ich übe noch. Ja, man darf das ruhig mit ein bisschen mehr, wie sagt man das, Werf auch hier anmoderieren. Auch wenn das hier ein Podcast über Monsterfilme ist, heißt das nicht, dass wir hier nicht die den nötigen Drive vermissen lassen wollen. Ich Das mal, verstehe. ja, Gut. also, das ist hier, Monsterfilm ist serious business. Das mal, so sehen möchtest. Hallo, ich bin Steffen, ich bin der Nerd und ich bin, wie ihr hört, nicht alleine hier, ist auch noch Kati. Hallo. Genau, und wir sprechen heute in einer Bonusfolge, die ihr finanziert habt mit euren Spenden in letztes Jahr eigentlich schon, in 2021, eben heute über einen nicht direkt. Also Kaiju-Film, Fragezeichen, aber auf jeden Fall über einen riesen Monsterfilm. Das kann man, glaube ich, sagen. Über The Sea Beast oder das Seeungeheuer. Ein Netflix, also die Kategorie finde ich manchmal echt ein bisschen furchtbar. Netflix-Animationsfilm, obwohl natürlich ein anderes Studio dahinter ist. Also ich glaube, ein Sony Animation Studio hat den Film tatsächlich produziert. Netflix klatscht dann sein Logo drauf, bei allem, was nicht bei drei auf Bäumen ist. Und das ist manchmal ein bisschen schlecht. Also auch dieser, ich glaube, oh, wir sind nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall, also Südasien, dieser RRR-Film, da haben sie dann auch einfach ihr Netflix-Logo drauf geklatscht, obwohl der hier einfach nur bei Netflix vertrieben wird. Und in Amerika beispielsweise ganz normal im Kino lief oder so, keine Ahnung. Sei es drum. Genau, Seabees, ich habe den ersten Trailer irgendwann Anfang des Jahres gesehen, im Frühjahr, und war dann erstmal total begeistert, weil ist so ein bisschen dieses Piratenthema, was ich eigentlich momentan ganz gerne mag. Es ist halt Riesenmonster, Riesenseeungeheuer. Es erinnert alles ein bisschen so auch so an diese Animationsmonsterfilme, da werden wir unweigerlich drüber reden müssen, sowas wie How to Train Your Dragon und so weiter und so fort. Ja. Es ist schlecht, also exakt die gleiche Kerbe, da werden wir heute unweigerlich auch drüber sprechen müssen. Und ich war einfach begeistert, weil es natürlich auch ab der ersten Sekunde und auch ab dem ersten Trailer schon als Kinderfilm zu erkennen ist. Ich kann mich aber gut daran erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit, lass es so 2017 gewesen sein, also vielleicht doch schon vor langer Zeit, als wir damals Shin Godzilla besprochen haben, hier bei uns im Podcast schon gesagt habe, hey, wir leben gerade in der Kaiju-Renaissance und ich glaube, dieser Film untermauert das nochmal. Seabeast, das Seeungeheuer, hätte eigentlich erst heißen sollen Jacob and the Sea Beast. Und dann hat man es vereinfacht und einfach gesagt The Sea Beast, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sich der Fokus ein bisschen geändert hat, dass die Hauptfigur gar nicht mehr so leicht zu erkennen ist und es eben nicht mehr um Jacob geht, sondern auch um andere Figuren. Worum es im Genauen geht, später. Jetzt liest Kati erstmal, wie es hier so Sitte ist, die Story aus der Online-Filmdatenbank vor. Bitteschön. Vielen Dank. Seeungeheuer, das 2022, Entschuldigung. So steht's hier. In einer Zeit, in der furchterregende Seeungeheuer die Menschen in Atem hielten, wurden Monsterjäger wie Jacob Holland als Helden gefeiert. Mit der jungen Maisie Brumble, die sich als blinde Passagierin auf sein sagenumwobenes Schiff schleicht, bekommt er eine unerwartete Verbündete. Gemeinsam begeben sie sich auf eine epische Reise in unerforschte Gewässer und schreiben dabei Geschichte. Ja, ich hatte gerade schon How to Train Your Dragon Ja. angesprochen oder Drachenzähmen leicht gemacht. Wie viel hast du davon gesehen? Also von, ich kenne den ersten Film. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den zweiten Film kenne und ich habe weite Teile der Serie Ah, gesehen. okay. Ja. Ich habe definitiv den ersten gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten gesehen habe. Es gibt noch einen dritten, glaube ich. Ja, da Und die kommt. Serie kenne ich aber auch nicht.
Die Drachenjäger von irgendwas heißt der, glaube ich. Ne? Genau, von der Insel. Die Drachenjäger von Berg. Berg. Berg mit GA am Ende. Ach so. Ja. Ja, die Insel Berg. Ja. Ja. Ist ja auch ein Berg, die Insel. Ach so. Naja, gut. Wir werden sehen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Aber du hast es dir gemerkt. Ich finde jetzt Berg nicht so schwer zu merken. Ich finde es also unintuitiv. Unintuitiv. Oder das? Hast du da gesagt. Ja, habe ich ja genau gesagt. Vielen Dank. Danke, dass du einfach das wiederholst, was ich sowieso schon gesagt habe. Genau. Also, ja, also ich habe das vielerorts gelesen jetzt in der Vorbereitung. Und der Vorwurf oder der Tatsachenbestand ist nicht von der Hand zu weisen. Man hat die Drachen gegen Seemonster ausgetauscht und die Wikinger gegen Piraten. Ja. Und ich finde halt, das müssten wir vielleicht erstmal so ein bisschen aus dem Weg räumen auch. Ich finde da nichts Schlimmes dran. Mhm. Weil was zu nehmen, was super erfolgreich ist, was Eigenes draus zu machen und den eigenen Stempel aufzudrücken, ist jetzt erstmal nicht verwerflich. Und hinzugehen und zu sagen, na, wir machen, was wir auf die Kinder in jedem Fall Bock haben, weil halt die Drachenzähmfilme so erfolgreich gewesen sind. Finde ich, okay. Ne? Ja. Also, ja. Wenn Kinder halt sagen, hey, ich hätte gerne was Neues von dem, was ich sowieso schon gut finde, dann finde ich das absolut okay. Und es kostet mich nichts extra, weil ich Netflix eh abonniert habe. Ja, ne? Zumal wenn es was ist, wo man sagen kann, das ist inhaltlich mit einer positiven Botschaft verbunden, so, also nicht irgendwie was Destruktives, Negatives oder so, sondern wirklich was, wo man sagen würde, ja, so einen Blick wollen wir unseren Kindern eigentlich mitgeben, wenn sie in die Welt gehen. Und in wie vielen Varianten mir das dann erzählt wird, wenn es ordentlich aufbereitet ist, so what? Und dazu kommt halt auch, dass Drachenzähmen leicht gemacht hat, einen Klick weiter, eben momentan zumindest bei Aufnahmedatum auch bei Netflix verfügbar ist. Das heißt, man kriegt diesen Film, den wir jetzt heute gesehen haben, ohnehin dann, nachdem man mit How to Train Your Dragon zum dritten Mal durch ist, dann eben nochmal empfohlen. Und das ist, glaube ich, auch für die Eltern ganz angenehm, mal was Neues zu sehen. Ja. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, irgendwann hängt einem das siebte Mal Thomas the Tank Engine, die gleiche DVD, dann auch zum Halse raus und möchte vielleicht mal irgendwann was anderes sehen. Dementsprechend ist das vielleicht auch mal ganz gut, wenn Kinder was thematisch Ähnliches bekommen, was sie schon kennen, wo man sich auch als Eltern sicher sein kann, dass man sich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnt dann, man kann ja dann die Kinder später auch noch an, in Anführungszeichen, echte Kaiju-Filme ranführen, wenn man das unbedingt möchte, wenn man das für nötig hält. Würdest du es denn, also jetzt auch nach dem Angucken, als Kinderfilm bezeichnen? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, also, ich bin jetzt so die Generation, ich bin Jahrgang 83. Die Kinderfilme, die ich gesehen habe, waren noch harmloser, wenn sie als Kinderfilme ausgezeichnet wurden. Hm. Ich durfte aber auch Erwachsenenfilme gucken, die dann deutlich schlimmer waren, was Monster und Gefahren und so anging. Und ich glaube, wenn man dann sich vor Augen hält, dass die Sehgewohnheiten heute sich verändert haben und man in die Kinderfilme halt einfach, auch weil die Kinder das offensichtlich vertragen und auch einfordern, ein bisschen mehr Action reinpackt, ist das schon okay. Also ich würde das jetzt wirklich durchaus, weiß ich nicht, ab 8 durchaus gut guckbar oder so sagen. Ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, dass die Kinderfilme unserer Zeit krasser waren. Also wenn ich mich an so Filme zurückerinnere wie, also alles von Don Bluth, was halt so von dieser Disney-Schiene auch so abgewichen ist und sowas, fand ich deutlich krasser. Das war aber auch Absicht, weil Don Bluth und Konsorten auch gesagt haben, das ist schon okay, wenn Kinder sich mal fürchten. Mhm. Manchmal habe ich so ein bisschen das Problem, dass mir heutige Kinderfilme ein bisschen zu glatt gebügelt sind. Mhm. Und nicht, weil ich denke, dass man Kinder unbedingt schocken müsste. Ich denke aber schon, dass man Kinder herausfordern kann und dass sie einem dann schon selber sagen, was ihnen zu viel ist. Und dann auch mal während eines, da müssen wir auch drüber reden, 2-Stunden-Films wie diesem auch mal irgendwann sagen, wann gut ist. Ja. Ne? Und dementsprechend ist, glaube ich, wir müssen über das Monster-Design, darum geht es in diesem Podcast ja auch, auf jeden Fall sprechen. Wir müssen über die Art, wie die Handlung läuft, in diesem Podcast auch sprechen. Mir war der Aspekt Kinderfilm in diesem, also auch im Vorfeld bekannt, hatte ich ja auch schon gesagt, war dann doch überrascht, wie sehr kinderkompatibel dieser Monsterfilm am Ende des Tages dann doch war. Ja, das haben sie auf jeden Fall so glatt gezogen, dass der als Familien- und Kinderfilm gut durchgeht. Dass Eltern dann nicht auf die Barrikaden gehen und sagen, wie könnt ihr sowas unseren Kindern zumuten. Ja.
Ich gebe dir recht, teilweise waren die Kinderfilme, die wir gesehen haben, deutlich schlimmer, teilweise aber auch deutlich harmloser. Ich glaube, was man oft unterschätzt, ist so dieses, den Kindern die Erfahrung der Furcht mitgeben, aber in einem sicheren Hafen dabei zu sein. Also das ist ja das, was Horrorgeschichten, egal in welcher Form sie dargereicht werden, letzten Endes tun. Die Fans von True Crime Podcast und hast du nicht gesehen, gehen ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Also wenn man drüber nachdenkt, dass Leute sich zur Entspannung Geschichten über Morde anhören und sowas, alles halt aber immer unter der Prämisse, ich bin ja sicher. Ja, so, also ja. Ich kann mich in einer sicheren Umgebung fürchten und wenn es vorbei ist, dann ist es auch wieder mit der Furcht vorbei, aber ich kann diese Emotionen irgendwo hin steuern, ausleben etc. und auch kennenlernen. Und ich finde, das dürfen Kinderfilme Kindern auch ruhig bieten, sowas. Du hast gerade den Begriff kennenlernen gesagt, das werden wir jetzt auch mal tun, und zwar mit ein paar der Figuren. Mhm. Ich hatte gerade schon angesprochen, dass der Film 2 Stunden geht und das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, weil der Film sich viel Zeit für die Figuren nimmt. Auch viel Zeit nimmt, die Figuren einzuführen, sie zu charakterisieren und ihnen also auch wirklich pro Figur, also ich bin jetzt mal ganz, ganz wagemutig und sage, pro Figur mindestens 5 Minuten gibt, um mit den Figuren auch warm zu werden. Angefangen von der Mannschaft auf diesem Schiff, in dem Jacob, dessen Captain, ich bin mit dem Namen Crow, heißt der, glaube ich. Augustus Crow, genau. Genau. Vornamen. Da kommt mir mein fotografisches Gedächtnis zugute, das stand irgendwann ja, klar. Im Logbuch, ja. Naja, gut. Augustus Crow. Und dann noch der, dann haben wir wieder Sarah Sharp. Sarah Sharp, erster Mart. Genau. Erster Martin auf dem Schiff und sowas. Das sind so die Kernfiguren. Gibt auch eine Handvoll mehr, die werden aber zum Teil nicht benannt oder sind für die weitere Handlung eher unwichtig. Man lernt halt erstmal diese Schiffscrew kennen auf dem ersten Abenteuer, wie sie das erste Monster quasi besiegen oder zumindest angreifen. Der Captain springt dann ins Wasser, schneidet dem Monster mit einem Schwert oder mit einer Säge oder sowas ein Horn ab und bringt das dann quasi irgendwann ins Königreich zurück. Und dann gibt es eben den ersten großen Schnitt in ein Waisenhaus, wo dann eben Macy kennenlernen, die halt eben Piratin oder Monsterjägerin werden möchte. Ne? Mhm. Es ist in dem Fall also fast gleichbedeutend. Also die Monsterjäger in dieser Welt sind quasi Piraten. Also weiß ich nicht, wenn ihr als Kids gerne One Piece geguckt habt, wird euch hier einiges bekannt vorkommen, auch im Charakterdesign und wie die Figuren alle so aufeinander miteinander interagieren. Und sie flieht dann eben aus diesem oder haut aus diesem Waisenhaus, Kinderheim dann eben auch ab, um dann eben auf dem legendären Schiff von Augustus Crow und Jacob dann eben auch anzuheuern. Genau. Und dann eben selber zu Monster, weil sie hat diese Bücher halt verschlungen. Sie hat immer eins dabei, was sie immer im Anschlag hat und immer liest, wahrscheinlich zum 700. Mal gelesen hat. Und sie möchte dieses Leben eben auch leben. Ja, weil diese Bücher halt auch als Tatsachenberichte in der Welt fungieren über das, was eben diese Hunters werden so einfach nur genannt in der Englisch, also wir haben ihn auf Englisch geguckt, den Film, so getan haben und warum sie es tun. Also sprich, was ist die Vorgeschichte, warum machen wir überhaupt Jagd auf diese Seekreaturen etc. Und das ist im Prinzip deren Geschichtsbuch. Ja. Und für sie ist das natürlich gleichzeitig auch das Buch, in dem all ihre HeldInnen verewigt sind. Und das so ein bisschen eben für alle auch die der rote Faden ist, wie es läuft im Leben, mehr oder weniger. Und das ist einfach so. Ich finde solche Filme immer spannend, wo du was präsentiert bekommst, was so das zentrale Element ist, um das sich diese Welt dreht. Ganz komisches Beispiel, aber wenn du dir die Pokémon-Welt anguckst, dann ist das zentrale Element dieser Welt, sind diese Tiere, diese Monster, dieser Kampf mit den Monstern, das Züchten dieser Monster, dass man diese Monster als Haustiere hat und so weiter und so fort. Und das zentrale Element dieser Welt scheinen eben diese Seemonster zu sein. Und das ist immer so. Also die Welt zeigt mir, oder der Film zeigt mir nichts anderes aus dieser Welt als diese Seemonster. Man hat da immer sehr schnell den Eindruck, es gibt außerdem nichts. Das scheint das zu sein, mit dem sich diese Welt gerade im Moment zu diesem Punkt in deren Geschichte eben am meisten beschäftigt. Und das ist manchmal ein bisschen irritierend, weil man denkt, macht ihr denn nichts anderes? Und also, das ist ein bisschen wie Fußball bei uns. Nee, also wir machen ja schon noch was anderes. Ja. Also es ist wirklich, also alles in diesem Film dreht sich wirklich von vorne bis hin. Es gibt kein anderes Thema zwischen den Figuren als Seemonster. Das ist das. Und also da sind die Figuren auch super flach und super so Abziehbilder eben. Die sollen halt diese Geschichte weitererzählen. Die haben, also keine dieser Figuren hat irgendeinen Tiefgang.
Und das ist okay für die Laufzeit des Filmes, aber um halt noch eine etwas größere Welt aufzumachen, wie sie eben in How to Train Your Dragon aufgemacht wird, da sind die Figuren deutlich vielschichtiger. Und haben deutlich, deutlich mehr Charakteristika, als das ist hier der erste Mart, das ist der zweite Mart, das ist der Matrose, das ist irgendwie die, da gab es doch noch auch diese Schreifrau auf dem Schiff jetzt hier in dem Film. Ja, ja. Den Namen auch wieder vergessen, Williams. Überlege ich auch gerade, ja, könnte sein, sowas. Ja. Also sie hat dann immer so die, also wie gesagt, es sind halt so viele Figuren in diesem Film, die im Grunde genommen keinen Namen kriegen und auch keinen brauchen, weil sie halt nur eine Funktion haben. Und das ist okay, wenn man sagt, das ist ein Netflix-Film, der soll einmal funktionieren für einen begrenzten Zeitraum und darüber hinaus nicht mehr. Um halt ein wirklich langlebiges Franchise aufzubauen, was man eben halt am ehesten über die Figuren erreicht, ist das eher schädlich. Also das ist, so funktionieren Netflix-Filme ja auch überhaupt nicht. Ne? Dafür sind die ja nicht da. Nee. Die sind einfach nur dazu da, einen Monat oder sowas eben die Leute gegebenenfalls sogar dazu zu nötigen, sich das zu abonnieren und darüber hinaus nichts weiteres zu tun. Ja, was so ein bisschen in dem Zusammenhang mir auffällt, ist im Vergleich mit How to Train Your Dragon, dass da den meisten Hauptfiguren so ein individueller Antrieb fehlt, irgendwas zu tun. Also Hicks aus How to Train Your Dragon, der wollte ja die Anerkennung seines Vaters, der wollte in diese Rolle als Häuptlingssohn reinwachsen, etc. Das hatte mit den Drachen vorrangig erstmal nichts zu tun. Also es war nicht auf diese Drachen bezogen, sondern auf seine Position im Dorf tatsächlich. Ja. Und der Einzige, der hier, so sage ich mal, ein persönliches Motiv hat, ist der alte Captain Crow, der eben sehr Captain Ahab-ähnlich ein bestimmtes Seabeast eben jagt. Das also ganz ehrlich, das ist ab der ersten Sekunde klar, dass das ein Captain Ahab-Abziehbild ist. Also da macht der Film auch kein Geheimnis draus und das ist auch vollkommen okay. Ich habe da so ein bisschen das Neue gesucht für mich, weil also gerade dieses Moby Dick-Thema ist halt tausendfach aufgegriffen worden. Auch, also ne, ich muss jetzt genau dieses Monster finden und dies und das. Also, meine Moby Dick ist halt klassische Weltliteratur. Kein Wunder, dass das immer und immer wieder zitiert wird. Wenn ich halt so einen Piratenkapitän oder so einen Schiffskapitän halt präsentiert bekomme, der so ist, dann denke ich so, ja, kenne ich. Ja, überrascht mich jetzt nicht mehr. Nee, so richtig. Nee. Am ersten, meine erste Assoziation war halt direkt so John Long Silver irgendwie. Long John Silver? Der, glaube ich, in auch einer Anime-Fassung also ziemlich ähnlich aussieht wie der Crow. Ja. Ne? Ja, ja. Es hat auch so ein bisschen Schatzinsel-Vibe, dieser ganze Piratenkram. Einige Leute haben es auch mit Pirates of the Caribbean verglichen. Caribbean, ich kriege das nicht ausgesprochen. Caribbean, glaube ich. Fluch der Karibik. Fluch der Karibik verglichen. Nee, also dafür ist es, also es gibt fünf Fluch der Karibik-Filme, das ist auch mit Piraten. Also ist das Fluch der Karibik wie ähnlich, weiß ich nicht, dann könnte man auch sagen, ist wie One Piece. Weil es hat auch mit One Piece nicht so richtig viel zu tun. Es hat auch nur mit Piraten. Ja, ja. Also ja, es ist auch ein Piratenfilm, aber das war es dann halt an der Stelle auch. Kann man halt auch sagen, es sind Bad siebte Reise oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, da kommen noch mehr von diesen fantastischen Monstern drin vor bei Sindbad, das stimmt. Findest du den Film denn sonst eigenständig genug? Optisch tatsächlich auch sehr viele Anlehnungen, gerade was das Hauptseemonster angeht an How to Train Your Dragon. Das ist praktisch ohne Zahn mit Zahn. Ohne Zahn mit Zahn und einmal in roten Farbeimer gefallen. Genau. Ein bisschen Lilo und Stitch ist dabei, was sehr niedlich ist, weil Stitch einfach sehr niedlich ist, aber ich glaube, was am herausstechendsten ist, was ja bei mehreren der Animationsstudios, die für Kinder und Familien produzieren, mittlerweile der Fall ist, ist, dass man versucht, den Cast ein bisschen divers zu gestalten. So, also wenn ich mir die alten Filme angucke, also alte Piratenfilme mit, weiß ich nicht, Gina Davis, die Piratenbraut oder sowas, da laufen halt nur Weißbrote rum. Ja, und natürlich Männer, weil sie rausstechen sollen. Genau, und hauptsächlich Männer. Und das haben wir jetzt hier nicht. Also wir haben einen weiblichen, schwarzen ersten Mart. Wir haben, ich weiß nicht, wie die Position heißt, aber es ist diejenige, die Befehle des Captains immer weitergibt und übers Schiff brüllt, damit die Mannschaft spurt. Die Schreifrau. Genau, die Schreifrau, wie du sie liebevoll genannt hast. Die halt auch eine wichtige Funktion an Bord hat. Also nicht einfach nur Kartoffeln schält, sondern eben eine wichtige vorgesetzte Funktion an Bord des Schiffes hat. Man sieht sie dreimal und das ist halt, wie ich gerade schon sagte, eine von den Figuren, wenn sie einen Namen hat, habe ich mir nicht gemerkt, weil er nicht wichtig ist. Ja. Und aber ich glaube, eine von den höheren Matrosen ist asiatischer Abstammung. Genau. Die hat so ein rundes Gesicht.
Sieht im ersten Moment auch gar nicht aus wie eine Frau. Ja. Wenn ich jetzt einfach mal nach visuellen Stereotypen gehe, ganz flach. Aber da kriegst du dann auch irgendwann mit, nach dem Motto, ja, du bist auch eine Mutter, beispielsweise, genau. Wird dann auch gesagt, so, es gibt mir mehrere Menschen. Und das macht den Cast auf diesem Schiff eben ein bisschen diverser. Und was ich halt vor allem im Laufe des Filmes gemerkt habe, Macy ist auch schwarz. Mhm. Und sie bekommt dann eben mit Sarah Sharp, mit der ersten Martin, mit dem ersten Martin. bekommt sie eben eine Bezugsperson. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Also das ist eben noch viel stärker als Jacob in dem Film eine Vorbildfunktion für sie und eine Vorbildfigur für sie. Und Kindern eben eine Identifikationsfigur zu geben, die ihnen entspricht, ist unfassbar wichtig. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film gerade mit schwarzen Kindern und gerade mit schwarzen Mädchen unfassbar gut funktioniert, ja. Weil eine der beiden Protagonistinnen in diesem Film eben genau das ist. Ja. Und das hat man heute selten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Titel Jacob and the Sea Monster irgendwann wegging. Mhm. Weil du siehst irgendwann relativ zügig am Anfang des Filmes so einen Jungen im Hintergrund, der wahrscheinlich einfach so ein Deckschrubber ist oder sowas. Und der hat halt exakt wieder dieses Charakterdesign, dieser hagere, schmale Junge mit dieser großen Knollennase. Ja. Wo ich dachte, in jeder anderen Konstellation wäre das die Hauptfigur des Filmes. Ja. Ein Arthur Christmas, ein How to Train Your Dragon, ein Ratatouille, ja. You name it. Also ja. Ist es wieder dasselbe. Auch in, wie hieß er denn, der letzte, den wir da gesehen haben, der auch wieder so aussah. Ach Gott, hier in Onward, die beiden Jungs. Genau, ne? Ja. Die sehen ja quasi auch schon wieder so aus. Und so. Also das ist ja auch wieder so ein Faktor. Luca, da genau. Sahen sie doch auch wieder so aus. Und so, ja, ja. Ne? Also es ist halt so ein wiederkehrendes Element. Und also in meinem Kopf stelle ich mir das halt so vor, dass das vielleicht wirklich mal so gewesen ist, dass dieser kleine Junge, der da im Hintergrund, der Junge, halt im Hintergrund mit der Knollennase mal irgendwann die Hauptfigur des Filmes gewesen ist und dass sich dann von den beiden eben wegentwickelt hat oder von ihm wegentwickelt hat zu den beiden, eben zu Jacob, dem Ziehsohn des Captains, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, und dann eben der kleinen Macy, wo man gesagt hat, eigentlich haben wir auf diesen knollennasigen ja. Weißt du einfach keinen Bock mehr. Also der ist halt so eine Referenz an den Schatzinsel Jim Hawkins, der da ja die Hauptrolle spielt. Ja. Deutlicher kann man es nicht machen. Das ist schön, den da so als Referenz im Hintergrund rumrennen zu haben, nicht die Frage, aber es ist auch schön, dass er sonst nicht viel zu tun hat in dem Film. Also keine große Rolle spielt und dass der Fokus auf anderen Figuren einfach liegt. Und was ich halt auch schön finde, ist, dass die schwarzen Figuren oder nicht weißen Figuren, es laufen noch ein paar andere Nationalitäten eben mit auf dem Schiff und auch woanders in den Städten, wenn man da mal zur Gegend ist und so, dass die auch nicht in ihrer ganzen Erscheinung whitewashed worden, so ein Stück weit. Ja. Also die schwarzen Figuren haben ihre Dreads oder haben ihre Rastas oder haben ihre Afrohaare, sonstiges und verstecken die auch nicht. Also wenn ich an Kiss That Frog denke, wo die Haare ständig irgendwie zusammengefruschtelt wurden, damit es eine hübsche, glatte Prinzessinnenfrisur ist, brauche ich nicht mehr. Der Umgang von Kiss the Frog mit Ethnizitäten ist ein Thema für sich, ja, unfassbar schwierig. Ganz schlimm. Ah, da wollte jemand einen progressiven Film drehen, hat genau das Gegenteil erschaffen. Das ist legendär. Oh, ja, 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 ja. Ja. Also wenn jemand kommt und sagt, aber Disney hat doch schon eine schwarze Prinzessin. Nein. Bitte referiert nicht auf diesen Film da an der Stelle. Nein, bitte. Das ist da gehörig schiefgegangen. Ja. Nun ja. Ich mag ein bisschen über den Cast reden, weil du hast ja irgendwann gefragt, dieser eine Kollege da vom Hofstaat, der Admiral, von wem? Hornigold. Wie ist der nochmal? Hornigold. Hornigold. Admiral Hornigold. Genau. Von wem wird der gesprochen? Und das ist Dan Stevens. Mhm. Konntest du erstmal nicht so richtig viel mit anfangen. Mhm. Der hat das Beast, die Schöne und das Beast gespielt. Disney müssen wir auch noch drüber sprechen. Also in der Realverfilmung. Genau. Der Film hat halt insgesamt auch eine relativ starke Disney-DNA. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, über Chris Williams, den Regisseur. Und der wird halt eben gespielt von Dan Stevens. Dan Stevens. Jetzt komme ich mit den ganzen Chrises und Dans in. Ich bin voll im Marvel-Modus. Ja, ach, ist nicht einfach. Durcheinander. Nun ja. Und das ist eine von den Figuren, die am Anfang halt einen dicken Namen bekommen und der taucht dann plötzlich im Film nicht mehr so richtig auf. Das ist seltsam. Dan Stevens auf der anderen Seite, der könnte jetzt für Kaiju-Film-Fans nochmal spannend werden. Der hat früher schon mal in einem Adam Wingard-Film mitgespielt namens The Guest, den ich noch nicht gesehen habe. Und der wird jetzt auch im zweiten Godzilla vs. Kong dabei sein, den sie gerade drehen.
Also da dann auch wieder mit Adam Wingard zusammenarbeiten. Ich meine, das ist jetzt hier kein Godzilla vs. Kong 2 Podcast, aber ich bin gespannt, was sie da machen. Und es ist schön zu sehen, jetzt hier auch nochmal eine weitere Kaiju-Referenz eben zu sehen über einen Darsteller. Eine der beiden HauptdarstellerInnen ist Carl Urban. Jawohl. Namen bin ich schwierig, obwohl ich ein ziemlich großer Carl Urban-Fan bin, wie wir gestern festgestellt haben. Also dann auch wirklich mal das abgespeichert zu haben, Carl Urban, ich Fan sozusagen. Und das war für mich so ein bisschen das Zugpferd auch des Filmes, wobei ich seltsam finde, dass die Figur ihm so wenig ähnlich sieht. Das ist total irritierend, weil ich mich immer wieder daran erinnern musste, dass Carl Urban den spricht. Ja. Man hat das ja sonst oft, dass die Figuren den Sprechenden auch so ein bisschen ähnlich sehen irgendwie. Und das kann man hier so gar nicht, also vielleicht Carl Urban zu Herr der Ringe-Zeiten, als er da so als langhaariger blonder Eomer rumlief. Ja, aber selbst da hat er einen Bart. Auch da sah er irgendwie schon anders aus als der Jacob Holland, den wir hier sehen. Genau. Das ist total irritierend, wenn man so keins konkreten Gesicht vor Augen hat vom Sprechenden, von der Stimme. Vielleicht war da die Bildersang auch eher Afterthought und das ist ja auch so ein bisschen den Netflix-Filmen anzulasten. Die versuchen so ein, zwei bekannte Gesichter eben zu casten, um dann hinterher auch so mit ein bisschen Star-Power da reinzugehen. Und das geht halt von den Animationsfilmen los, wo die Stimmen halt, also wo man halt nicht die Gesichter hat, um das eben zu präsentieren, sondern nur die Stimme. Und wenn du dann plötzlich einen riesen Promi hast, aber der hat eine quatschige Stimme, dann bringt das noch nicht mal was. Also Carl Urban im Gegensatz hat eine sehr, sehr imposante, wiedererkennbare Stimme, kann das hier aber auch nicht so richtig ausleben. Fand ich auch. Ja. Also das war so ein bisschen flach an manchen Stellen. Wir hatten, aber was war denn das, was wir geguckt haben, wo du dich auch immer beschwert hast, dass die so zurückgehalten sind bei der Synchro? Bei Gargoyles ist das ja so. Bei Gargoyles, genau. Wo die fuchsteufelswild sind und dann so hinflüstern, dass sie fuchsteufelswild sind. Du hast da halt, bei Gargoyles, können wir noch mal kurz abreißen, so als Exkurs, du hast da irgendwie den halben Cast von Star Trek TNG. Ja. Und das ist halt so, das sind alles gute Schauspieler, zum Teil Shakespearean trained. Und dann sind die so zurückhaltend, weil das alles so under the breath ist. Und Keith David, der irgendwie Goliath spricht, einer der stärksten Synchronstimmen heutzutage, der da damals so ein bisschen so seine erste richtig große Rolle hatte. Und das alles, jetzt schrei halt mal. Ja. Und war das hier auch für dich? Also nicht ganz so schlimm wie bei Gargoyles, aber es ging so in die Richtung. Also die sind halt auf einem Schiff unterwegs. Da musst du in der Regel je nach Wetterlage sehr laut rufen, damit alle dich hören. Und Carl Urban kann das. Also der hat ja in Herr der Ringe da Heere befehligt und rumgebrüllt. Der kann alles ausspielen, wenn er in The Boys unterwegs ist. Ja, also vor allem Billy Butcher. Vor allem diesen, ist glaube ich Brite. Aber er lässt da so einen neuseelischen Akzent raus. Er ist wirklich Neuseeländer. Er ist selber Neuseeländer, genau. Ja. Ach ja, und Billy Butcher ist aber Brite, meinst du? Billy Butcher ist Brite. Genau. Das kommt hin, genau. Und das ist hier alles so sehr, sehr einheitlich. Obwohl die Rolle durch viele verschiedene Stadien von Aktionen, Ruhephase etc. durchgeht. Das hat mich ein bisschen überrascht auch. Also die Bandbreite ist eigentlich größer bei Carl Urban. Aber da weiß man nicht, wer die Dialogregie geführt hat und da gesagt hat, mach mal nie so viel. Mach mal ein bisschen weniger. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das da auch im Prozess anders geworden oder man hat sich das anders gedacht. Ich finde halt gerade bei Animationsfilmen, und dann hast du da schon Promis und große Hollywood-Darsteller, finde ich es halt auch wichtig, dass es von der Intensität dann auch passt und der Action auch angemessen ist. Und ich finde die Kampfsequenzen, und also Monsterkämpfe, da reden wir dann auch gleich nochmal in einer extra Bewertung auch drüber natürlich, und auch so die Schwertkämpfe, die es hier auch eben gibt, weil es halt ein Piratenfilm am Ende des Tages, auch wirklich sehr imposant gelungen. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, toll choreografiert. Ich hatte bei einem Kinderfilmblog, das war nicht der Kinderfilmblog, aber ein Kinderfilmblog, gelesen, dass der vielleicht auch für kleine Kinder ein bisschen zu intensiv ist, was die Action-Szenen angeht. Ich fand es aber dem Thema mit Monstern auch angemessen. Ja. Also es ist halt auch nicht so dieses One-Punch-Man-artige, ich komme als Mensch und hau da einmal drauf und das Biest ist erledigt. Genau. Da sind die Stakes ein bisschen höher gesetzt hier. Ich hatte auch das Gefühl, dass die erste Kampfsequenz, die du vorhin schon kurz beschrieben hast, mit der Film im Prinzip eröffnet, gefühlt eine halbe Stunde geht. Das nahm kein Ende, dass sie gegen dieses Monster gekämpft haben. Das war schon sehr intensiv und ich glaube tatsächlich für Jüngere ist das so, wenn dann gar keine Entspannungsphase reinkommt, zu viel. Ja. Die überdrehen dann an der Stelle. Das kann ich mir gut vorstellen. Nicht alle, aber es wird sicher Kinder geben, denen das dann doch zu viel ist, die dann irgendwann die Auflösung haben wollen. Und vor allem dann auch räumlich, also wann bist du über Wasser, wann bist du unter Wasser. Ja. Das muss man ja auch dann entschlüsseln können mit dem Licht und den Farben.
das wird, glaube ich, da ist der Wechsel dann auch zu schnell. Und der Film spielt halt auch so an drei Orten gleichzeitig. Ne? Mhm. Also einmal die Handlung, die eben mit Jacob und Macy stattfindet. Dann hast du so den Königshof, wo so zwei Sachen passieren. Da müssen wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, weil das ein Aspekt war, der mich richtig gestört hat. Und dann natürlich dann die von Augustus Crow, die Mannschaft, die dann auf einem anderen in der anderen Ecke des Meeres unterwegs ist. Und das fügt sich dann am Ende erst wieder an dieser Hauptstadt, in dem Schloss dann eben auch zusammen. Ja. Das muss man halt auch erstmal dann in den Schlüssel kriegen. Genau. Wenn sich natürlich der Film auch hauptsächlich auf Jacob und Macy konzentriert, ja, in dem dicken Centerpiece. Ich meine, sie haben es gut hingekriegt, diese drei Szenarien sehr unterschiedlich aussehen zu lassen, dass man sehr schnell wieder weiß, wo man ist, wenn die Szenerie wechselt. Aber ja, es ist herausfordernd, wenn man das nicht gewöhnt ist, also wenn man noch ein sehr unerfahrener Filmgucker ist oder Filmguckerin ist. Ich fand, der Film ist nicht überkomplex, das kann man dem Film wirklich nicht nachsagen. Das ist vielleicht aber auch die Stärke des Filmes. Dafür, dass er so, ich will jetzt nicht sagen unterkomplex ist, aber wenig komplex ist, lässt er sich mit zwei Stunden aber wirklich sehr viel Zeit für viele Sachen. Ich hätte auch zwei, drei Szenen von der Reihenfolge getauscht, weil sie mir von der Dynamik an anderen Stellen persönlich besser gefallen hätten. Wo ich gedacht habe, warum kommt das jetzt schon? Also wieso muss man jetzt beispielsweise die Figur schon so intensiv charakterisieren? Also Augustus Crow, der vielleicht das am ehesten der Schurke des Filmes dann irgendwann auch wird, gar nicht von Anfang an ist, der kriegt halt am Anfang schon seinen dicken Exposition-Dingensens-Plot oder sowas mit seinen Büchern und dass sein Vater und sein Großvater und dessen Vater in diesem Buch drin steht und dass er nur noch dieses Monster fangen möchte. Und dann, das hätte man auch irgendwann in der Mitte des Filmes machen können. Und also der Film nimmt halt von der krassen Action, die er dann zwischendurch wirklich bringt, also coole Action auch, immer mal wieder so komplett den Wind aus den Segeln. um dann halt wieder die Figuren zu erzählen und wieder so Zwischenmenschliches zu erzählen. Und das in manchen Filmen bist du dann glücklich darüber, dass du mal wieder durchatmen kannst. Hier stoppt echt die komplette Dynamik des Filmes. Komplett. Ja. Und das macht man ein bisschen anstrengend, weil du möchtest einfach eigentlich wissen, worauf es eigentlich gar nicht hinausläuft. Und so richtig weiß man das bis zum Ende auch nicht. Und das, also diese Szenen woanders platzieren, da gebe ich dir recht. Also gerade dieses Crow sagt dann halt dem Jacob so von wegen, und wenn wir jetzt den irgendwann gefangen haben, noch bevor Maisie an Bord ist, dann kriegst du das Schiff von mir, dann bist du Captain hier. Und dann passiert ganz viel. Dann treffen die erstmal Maisie auf dem Landgang und Maisie schmuggelt sich an Bord und dann kriegen sie noch einen Austausch mit dem Königspaar und sonstiges. Bis dann irgendwann es dazu kommt, dass an irgendeiner Stelle Jacob entscheiden muss, ob er den Befehlen seines noch Captains Folge leistet oder einen eigenen Weg geht. Und das ist so weit auseinandergezogen. Ja. Das hätte ich viel dichter aneinander gepackt. So dieses macht er, also weil das dann einfach nochmal eine andere Fragestellung aufmacht. Macht er das jetzt, weil er sich schon so halb als Captain sieht? Macht er das, weil es das Richtige ist? Was ist da seine Motivation an der Stelle? Also da, wo er es macht, ist es klar, warum er es macht. Auch er hat vorher schon gesagt, dass das seine Richtung ist, wie er dieses Schiff leiten wird. Aber es ist trotzdem zu sehr auseinandergezerrt. Man hat das halt zu dem Zeitpunkt, wo es dann wichtig wird, halb vergessen. Ja. Ne? Also das ist dann irgendwie im Grunde genommen schon nicht mehr so richtig im Kopf. Und ich weiß nicht, wie es dann Kindern geht, die halt dann die ganze Zeit immer wieder abgelenkt werden und dann die Story gar nicht so. Ich weiß das von mir selber als Kind, war mir die Story gegebenenfalls auch einfach egal. Gib mir Monster. Gib mir mehr Monster, gib mir mehr Action und sowas. Ja. Und ich war erst später in der Lage, ich meine, das ist mein persönliches Erlebnis, erst später in der Lage auch zu verstehen, wie das wirklich zusammenhängt. Aber dieses, wenn ich hier fertig bin, bist du Captain, ist simpel genug, dass man das behalten kann, wenn es einem zum richtigen Zeitpunkt gesagt wird. Genau. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich einfach entweder später oder früher oder mit einer anderen Gewichtung im Film gezeigt hätte. Relativ zügig zum Anfang landen sie nämlich auf dieser Monsterinsel. Mhm. Und bis mal dieses Wort Monsterinsel fällt und dass es diese Monsterinsel überhaupt gibt oder was dieses Drakmoor überhaupt ist, dass das im Grunde genommen so ein Gewässer, so ein Meer eben ist, so wie es bei uns eben das Atlantik, Pazifik und so weiter und sowas ist, so ein Ozean eben ist. Bis man das erstmal verstanden hat, das dauert bis zur Hälfte des Filmes, bis einem diese Karte auch mal gezeigt wird. Wir sind hier und da müssen wir hin, sozusagen. Ne? Also mitten auf dem, was ist das, Atlantik sind sie quasi und die müssen aber irgendwo nach Spanien oder sowas. Das ist so mein Gefühl gewesen. Und diese wo sind wir eigentlich gerade, diese Örtlichkeit, die kriegt man halt genau an diesem Punkt einmal gezeigt und muss das dann behalten. Und dass es da sowas gibt und dass diese Seeungeheuer nicht einfach überall sind, das kriegt man erst spät wirklich gesagt. Genau. Also man kriegt am Anfang auch so einen Inselnamen und sonstiges um die Ohren gehauen. Denkt sich, ich weiß gar nicht, wo das ist und wie weit das weg ist. Jetzt verwirr mich doch nicht mit Geografie. Ja. Ich bin leicht zu verwirren mit Geografie. Und wenn man jetzt, also beispielsweise, man hätte mit
einer Fantasy-Welt gearbeitet, aber hätte realistische Namen eingeführt. Mhm. Also selbst diesen Ort, aus dem Macy kommt, dieses Gilston, das so irgendwie schottisch klingt oder irgendwie sowas, weil es wird, glaube ich, Gulston geschrieben, aber Gilston gesprochen oder so. Ja, das U ist, glaube ich, da damit das G als G gesprochen wird und nicht irgendwie weicher oder wird. Oder ein Dehnungs-irgendwas, also Dehnungs-E da drin. Das, also wir sprechen es auf jeden Fall Gilston aus. Das ist kein realer Ort. Ich habe das gegoogelt. Es gibt Menschen, die hießen so oder heißen so, aber es ist eben kein Ort, den es, es gibt Helston, glaube ich, irgendwo. Mhm. Aber daran wird sich, glaube ich, auch so ein bisschen orientiert. Und alle anderen Orte sind natürlich auch erfunden. Ja. Aber dann zeichnen wir diese Welt, und das wird am Anfang auch nicht gemacht, nicht als eine historisch akkurate Welt. So wird sie eingeführt. Mhm. Und später erst gebrochen damit. Sondern, also dann zeigt mir halt eben direkt, dass das eine Fantasy-Welt ist, mit anderen Elementen. Ja. Seien's Zauber, seien's weiß der Geier was, es gibt ja dann irgendwann noch diese Hexe, die dazukommt und dieses Gift braut und so. Also das kommt halt alles erst später und das hätte man deutlich früher ankündigen können, dass das alles Elemente sind in dieser Welt. Ja. Weil so richtig klar, dass das so ein Disney-Fantasy-Ding ist, wird das erst, wenn die irgendwann dieses Schloss zeigen. Ja. Was man halt direkt irgendwie aus so Frozen oder totales Disney-Schloss. Ja, totales Disney-Schloss ist Frozen oder Tangled oder irgendwo so rausgezogen hätte. Das ist halt super, super Disney-mäßig, was ich auch, müssen wir gleich auf jeden Fall reden, doch über Chris Williams. Also das hat, steckt auch in der DNA dieses Filmes drin, hätte aber früher kommen müssen, damit mir klar wird, das ist nicht die echte Welt. Und dann müssen die auch nicht, was gibt es so für Küstenstädte in der, im Mittelmeer, keine Ahnung. Ja, ja, Port Royal und was weiß ich. Genau. Was man aus Fluch der Karibik kennt, das waren Tortuga, das waren ja alles reale Orte, sowas, ne? Das hätte man nehmen können. Stattdessen sind das halt irgendwelche erfundenen Mittelalterbegriffe. Also da bricht der Film mir nicht stark genug mit der Realität, sondern gibt mir so eine Mischwelt, wo es dann schwierig ist, sowohl das eine, das Realistische, als auch das Unrealistische in Einklang zu bringen. Ja. Und das ist Meckern auf hohem Niveau, weil es darum in dem Film nicht geht. Nee, ne? Aber es ist halt, also mein ganz allererster Impuls, als man sieht, wie Maisie aus ihrem Waisenhaus da abhaut, du siehst einmal so ein ganz klassisches britisches Herrenhaus, zweigeschossig, im Dunkeln so irgendwie in der Gegend rumstehen. Und da hatte ich ganz kurz so ein Flashback zu Leaving Neverland, hieß das so? Promised Neverland. Promised Neverland. Ja. Diese Anime-Serie, wo die Kinder auch aus dem Waisenhaus abhauen wollen und sich dann auch entpuppt, dass das alles irgendwie noch anders ist, als wir gedacht haben. Nämlich schlecht. Schlimmer. Das ist immer schlimmer. Wir haben die zweite Staffel nicht gesehen, aber die soll richtig schlecht gewesen sein. Also wo alle Leute gesagt haben, das ist auch als kurzer Exkurs, Promised Neverland, na, uns gefällt die Anime-Umsetzung für den Manga schon nicht, aber die ist verhältnismäßig gut gelungen, weil die Story immerhin noch gut genug ist. Und nachdem dann die zweite Staffel gelaufen ist, haben alle gesagt, na, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es weitergeht, lest wirklich besser den Manga und guckt nicht die Serie. Legendär. Genau. Naja, ich habe beides noch nicht gemacht. Das war so ein ganz kurzer Moment für mich, wo ich dieses Haus gesehen habe. So, und dann dachte ich aber so, okay, das ist ja nicht Promised Neverland. Naja. Wir sind ja hier in irgendeiner Piratenzeit-Ära, sage ich mal. Ne? Also, wann waren die Piraten? Weißt du das noch? Also die große Phase, meine ich, war nach der Entdeckung Amerikas, weil es ja dann auch Mittelamerika, Karibik und sowas alles immer angefahren wurde. Das war kurz nachdem Gold Roger das One Piece versteckt hat, ne? Ich glaube auch. Ja. Da brach nämlich das große Piratenzeitalter an. So sieht's aus. Du Fieter. und ja, und dann kriegst du plötzlich zwischendurch. Also Monster Island ist nur ein Name, keine Sorge. Das ist eine Halbinsel. und das ist eine hübsche, bunte Dschungelwelt, aber die sieht auf den ersten Blick, kannst du halt auch nicht sagen, es ist ein normaler Dschungel, wo zufälligerweise in der Küstenregion so ein paar Monster sich rumtreiben, gerade mit denen wir da hingekommen sind. Oder ist das noch irgendwie was ganz, also noch exotischer als der Dschungel für mich hier in Deutschland ist. Mhm. Und dann eben dieses Königreich Hafenstadt Dingsi, wo du da wirklich diesen Blick hast, als würdest du in Disneyland reinlaufen und das Dornröschenschloss in der Mitte stehen sehen. Mein großes Problem mit der Monster Island ist einfach, ich gehe natürlich von der am mir bekanntesten Monster Island Insel eben auch aus, nämlich die aus den Godzilla-Filmen. Du siehst halt diese Insel, auf der diese Monster unterwegs sind. Das heißt, du hast eine große freie Fläche, so diese Steppen, Wüstenflächen, in denen ja auch die Kaiju-Kämpfe immer stattfinden in den Godzilla-Filmen. Und da stapfen dann eben die Monster durch die Gegend, brüllen sich mal an, laufen sich über den Weg und machen dann wieder so ihren Kram. Oder
in anderen Kaiju-Godzilla-Filmen treffen die sich halt auf anderen Inseln auch mal. Aber du weißt, hey, auf dieser Insel wohnt mehr als nur ein Kaiju. Mhm. Ne, sei es in dem Godzillas Sohn, glaube ich, ist das, wo du einmal diese Spinne hast, dann diese Gottesanbeterin, mhm. Godzilla ist dann noch, da kommt irgendwann mhm. noch, glaube ich, der Kondor oder sowas. Aber das mhm. sind unfassbar viele Monster auf dieser einen Insel. Ja. Und das ist nicht Monster Island, das ist irgendeine andere Insel. So. Das heißt, in dieser Welt gibt es einfach auch Kaijus und Monster. Und angeblich ist diese Monster Island irgendwie so die Zentrale. Das ist die Kaiju-Zentrale so von dieser Welt. Und die kommen ja auch nicht weiter als 100 Meter ins Gebüsch rein. Weiter ja. kommen die ja gar nicht. Nee. Sitzen in so einer Riesenmuschel, was so einen kleinen Aha-Effekt hat. Aber mehr sehen sie nicht, finden dann irgendwie so den Animal Sidekick des Filmes, ja. den kleinen Blue. Du hattest ja schon Stitch gesagt, auch was ein bisschen die Variante hier von Stitch eben ist. Aber viel mehr ist da mit Monstern nicht. Dann kommt, glaube ich, noch, das passiert alles in 5 Minuten, ne? Ja. Dann treten sie auf so Eier, die im Boden eingelegt sind. Da schlüpfen dann so gelbe Maden fast. Maden, aus, ja. aber Madenwalrosse. Das ja. sind so Mischtiere. Also man sieht dann irgendwann die Mama von den kleinen Gelben. Also die kleinen Gelben sehen aus wie Maden. Ja. Und dann kommt die Mama und die Mama sieht aus wie ein großes gelbes Walross. Madenwalross, also so ja. beides. Und jagt hinter denen her, weil sie dann auch eins am Rücken kleben haben und so. Und dann kommt noch so ein Krabben-Kaiju gegen das Red, also das rote ja. Monster dann eben, was auch so der Dreh- und Angelpunkt dieses Films ist. Die beiden kämpfen kurz gegeneinander und dann sind sie schon wieder auf dem Rückweg. Also die halten sich von den 2 Stunden vielleicht maximal 10 Minuten auf dieser Insel auf. Ja. Und da hätte man wirklich richtig viel machen können. Weniger mehr Insel. ja. Mehr Meer und weniger Meer. Was dann, hier ist weniger Meer tatsächlich mehr. Ja, weniger Meer ist mehr. Und ein bisschen mehr Insel, um auch wirklich zu zeigen, hey, hier sind nicht nur die 3 Seemonster, die wir bisher gesehen haben, sondern es entsteht ein echtes Ökosystem. Ja. Weil das Monsterdesign ist am Ende des Tages doch relativ simpel. Reden wir gleich nochmal im Einzelnen drüber. Mhm. Aber dann gebt mir doch wirklich eine Welt, in der es diese Viecher wirklich gibt und setzt euch mal einen halben Tag hin und gestaltet ein paar Viecher oder gebt das in Auftrag. Bezahlt Leute, Monster zu malen. Wenn ich auf Twitter gucke, wie viele Monster-OCs da gibt, wo ja. ich denke, das könnte ein voll ausgearbeitetes Kaiju aus einem aktuellen Kaiju-Film sein, woher auch immer, dann muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sich bei den Monstern hier sehr zurückgehalten. Das stimmt. Vielleicht auch zugunsten der Kinderfreundlichkeit, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Also du kriegst im Prinzip, ich glaube, 5 Farben. Das erste ist das Grüne, also wo der erste Hauptkampf stattfindet, hat so ein paar Tentakel und sieht ansonsten ein bisschen aus wie das Käfer-Pokémon. Das Käfer-Pokémon, das ist Raubsimon? Nee, nicht Raubsimon. Raubsimon ist ja ein Digimon, haben wir festgestellt. hier der sich dann in ein Smetbo verwandelt. Der Kokuna oder Safkorn. Safkorn, genau, Safkorn. Okay. Ja, stimmt, ja. Der hat so ein Hirschkäfer-Horn-Nasen-Dingsi-artiges Teil und hat dazu aber noch ein paar Tentakel, ja. weil es ist ja ein Seemonster. Kein Seemonster ohne Tentakel oder Flossen. Der ist grün. Dann hast du den weißen Wal von Captain Crow, der in diesem Fall ein rotes Red Blaster. Blaster, ja, die haben auch alle Namen. Genau, also sie haben alle irgendwie Namen. Red Blaster heißt der dann eben. Dann hast du diese gelben Walross-Viechis, du hast Blue und dann hast du in Lila diese Seespinnenkrabbe, möchte ich das mal sagen. Also ganz viele Beinchen und groß und es gibt noch so, Seeschwarm gibt es, glaube ich, noch. Ja. Sind das die ersten? Ich glaube. Ja, also sie kommen später nochmal, so ein ganzer Schwarm von denen kommt später nochmal. Ja. Also du hast 5 oder 6 verschiedene Kaijus. Ja. Bin ich mal ganz. Und du weißt auch nicht, wie Blue später mal als Erwachsener aussieht, weil der hat keine Mutti. Nee. Der steht einfach irgendwann auf dieser Insel Macy gegenüber und sie sammelt ihn ein. Das ist mein Hündchen und. Ich habe ihm schon einen Namen gegeben. Ja, genau. Und dann macht Jacob ja noch Witze nach dem Motto, ja, wir kaufen dir eine Katze, dann kannst du sie White oder Gray nennen oder irgendwie. Oder so. Ginger. Ja, ja. ja, genau. So nach dem Motto, ja, keine Ahnung, die heißen Yellow jetzt demnächst und so, ne? Mhm. Also das sind so die Dinge. Ja, also Monster hätten es für mich ein paar mehr sein können und auch ein bisschen besser ausgearbeitet. Mm. Müssen wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Hast du noch einen Aspekt? Weil ich wäre fast durch. Naja, wir wollten nochmal über den Palast sprechen, ein Stück weit, die Stadt. Den Palast und den einen Aspekt, der mich so gestört hat. Genau, lass mich mal ganz kurz noch sagen, was mir beim Palast aufgefallen ist. Also von außen, Disney-Schloss, wenn du reinkommst, hängt da so ein riesiges Skelett von so einem toten Seebiest, wo ich dachte, Game of Thrones, da haben die auch noch den alten Drachenköpfe. Es sah vor allem außen, sah es aus wie ein Disney-Schloss, innen wie ein Defa-Schloss.
Das stimmt. Und so ein bisschen, also wir waren ja letzten Sommer im Urlaub in Stralsund im Oceaneum und da hängt ja auch so ein riesiges Walskelett unter der Decke. Genau. Im Eingangsbereich. Und so ein bisschen wirkte das da, aber eben mit dieser makaberen Game of Thrones Note von wegen, wir stützen unsere Macht auf diese Viecher hier. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist also dieser Krieg zwischen den Menschen und den Monstern, der wird hier aufgelöst, weil wie so oft ist der Mensch das wahre Monster. Das ist also auch die Auflösung. Ist jetzt auch nicht so mega innovativ. Mhm. Und dass dann die ganze Gesellschaft, also, oder ob die ganze Gesellschaft dann dahin kommt, bleibt ja auch erstmal offen. Aber diese kleine Gruppe von Piraten macht diese Erkenntnis. Ein Aspekt, der mich gestört hat, da möchte ich jetzt hinkommen, ist dieses große Schiff, was der König dann irgendwann in Auftrag gibt. Wo dann geprotzt wird, nach dem Motto, ja, das ist das Schiff, wir brauchen euch Piraten nicht mehr, wir fahren jetzt selber los. Und dann fährt der Hakelkorn, oder wie er hieß? Hornigold. fährt dann irgendwie los mit diesem Schiff. Und du siehst dieses Schiff im Grunde genommen den ganzen Film nicht wieder. Mhm. Bis Red und die anderen während so einer kleinen Schiffspause, also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass Red mit den beiden dann irgendwann übers Meer wieder zurückfährt und die freuen sich an. Also Maisie fragt Red, ob Red nicht die beiden zurückbringen könnte zu den Menschen. Genau. Ja. Und bei einer Pinkelpause landen die auf einer kleinen Insel und Red kriegt dann eben mit, dass auf der anderen Seite eben auch Menschen sind und die laden gerade neues Obst und Gemüse auf dieses Boot auf und Red macht dann das Boot kaputt. Mhm. Und das ist der einzige weitere Auftritt dieses Bootes. Und es ist also nicht so dieses, also ich hätte mir gewünscht, tatsächlich, um auch diesen Hornigold nochmal besser zu präsentieren und charakterisieren, dass der halt an seiner eigenen Hybris eben auch stirbt oder zugrunde geht. Nach dem Motto, ja, also der Crow sagt das ja am Anfang des Filmes auch, also mit diesen festgemachten Kanonen habt ihr keine Flexibilität, das Monster zu attackieren. Es liegt nicht tief genug im Wasser, das ist leicht angreifbar und so weiter und so fort. Also der weiß halt sofort, dass da dieses Schiff eben wahrscheinlich leichtes Futter ist für das Seemonster. Und das passiert halt nicht. Also es gibt keine direkte kein direktes Kampfgeschehen zwischen diesem Boot und einem Monster, weil Red das halt sofort kaputt macht. Es liegt noch im Hafen, mehr oder weniger, von diesem Archipel. Dieses Schiff ist halt einfach nicht in Aktion, als Red das angreift und kaputt macht, sondern es liegt halt vor Anker in einer kleinen Bucht. Und lädt da Vorräte auf oder irgendwas. Also das war so der Aspekt, da hätte man halt auch diese Figuren noch ein bisschen besser, also hätte vielleicht auch so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hornigold, Crow und Jacob eben machen können, hätte den nochmal anders präsentieren können. Da hat man vielleicht, ist einem da die Zeit ausgegangen? Keine Ahnung. Oder die haben vergessen, dass sie diese Figur noch haben. Weil umso wirrer finde ich dann eben, dass am Ende des Filmes dann irgendwann die Schwester von Hornigold im Bild ist, die fast genauso aussieht wie er. so Zwillingsschwester vielleicht. Und dann sagt irgendwas, wir müssen jetzt irgendwie den Tod meines Bruders ehren. Wo ich dachte, war der überhaupt da? Wo ist er eigentlich? Nee, das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Okay. Also am Ende ist ein General da, der eben die Landtruppen dieses Königreichs befehligt und auf Befehl des Königs dann Red, als eigentlich schon klar ist, dass die Monster gar nicht böse sind, erschießen soll. Und der Bruder von diesem General war mit auf dem gleichen Schiff, auf dem Maisies Eltern waren, die Monarch. Ach so. Das ist das dritte Schiff gewesen. Quasi. Ja, ja, das, genau, was sie kaputt gemacht haben, war nicht die Monarch, das hieß irgendwie anders. Irgendwas. Ja, na klar. Imposter-Syndrom-Schiff oder sowas. Ja. Impotenz-Verdeckschiff oder sonstiges. Ja, ja. Und ich hatte so ein bisschen auch Flashbacks an Fluch der Karibik, den ersten Teil, wo die auch dieses super ausgestattete, tolle, schnelle Schiff haben. Das dann aber zumindest noch dazu da ist, die Truppen da alle zu verwirren, um das eigentlich gewünschte Schiff zu klauen. Genau. Du hast ja in den Pirates of the Caribbean hast ja auch den Typen von Coupling, wo ich mir Namen immer nicht merken kann, der genau diese Funktion von diesem Hornigold hat. Genau. So diese Witzfigur, den Jack Sparrow halt eben immer eine lange Nase dreht. Lange Nase dreht, damit so ein bisschen austrickst und sowas. Und so eine Figur, so eine weitere, weiß ich nicht, Katz-und-Maus-Figur, die hat diesem Film einfach gefehlt, um noch ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Ja. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass dieses Boot kaputt machen in dieser Bucht auch der Kinderfreundlichkeit geschuldet ist, weil dann kann man den Kindern beruhigen und sagen, nein, da war gerade niemand, die waren ja alle auf der Insel und haben Vorräte gesucht. Wenn du das auf einem offenen Seekampf machst, wo das Schiff untergeht, musst du die Frage beantworten, was mit den Leuten an Bord des Schiffes passiert ist. Was ist mit den ganzen Drachenreitern passiert in How to Train Your Dragon, die gegen die bösen Drachen gekämpft haben? Also, die sind alle immer wieder nach Hause gekommen und haben hinterher in der großen Halle ein fröhliches Fest gefeiert. Ja, ja, fröhliches Fest. In der großen Halle. In der großen Walhalla. Moment. Das ist ja, glaube ich, genau das auch heißt.
Sei es drum. Also da hat mir der Film, ja, also dafür, dass er 2 Stunden Zeit hat, fehlte mir da so ein bisschen Dynamik. Und das ist offensichtlich möglich, das in 2 Stunden zu erzählen, wenn man in der Lage gewesen wäre, vielleicht ein paar interessantere Figuren zu schreiben. Mhm. Ich mag über Chris Williams noch 2 Worte verlieren, weil wenn man sich in dessen Filmografie ein bisschen umguckt, war der an jedem größeren Disney-Film seit 1998, seit Lilo und Stitch, beteiligt, wenn auch erstmal so nur als Story-Editor oder vielleicht auch so ein bisschen als Voice-Actor. Aber der lebt und atmet einfach Disney-DNA. Und das sieht man dem Film auch an. Der hat diesen Film auch geschrieben, nicht nur Regie geführt. Der bringt ganz viel von, so ganz viele kleine Ideen von Moana mit hier rein. So diese eine magische Szene mit dem wandelnden Tattoo, mhm, von dem Crow. Das ist eindeutig eben auch das Zitat an die Tattoos von Maui, mhm, die sich ja auch bewegen können. Dieses ganze Karibik-Feeling ist Moana, an dem er eben auch beteiligt war, den er, glaube ich, sogar Regie geführt hat. Hat einen Oscar gekriegt für Big Hero 6, den ich ganz fantastisch fand, den einen Marvel-CGI-Film. Genau, Baymax, wenn man den hier zum deutschen Titel nennt. Also alles, was auch im CGI-Bereich bei Disney passiert ist, Wreck-It Ralph, Chicken Little und so weiter und so fort, war er dran beteiligt. Ich glaube, es ist, wie gesagt, irgendein Sony-Studio mit an der Produktion beteiligt, aber der Film atmet einfach auch von der Dynamik, vom Witz, vom Humor. Und mhm, das rettet den Film in mhm, meinen Augen total, mhm, diese ganze Disney-DNA. Die Figuren sind alle ein bisschen schroffer, ein bisschen böser, weil sie das bei Netflix auch sein dürfen. Ja. Da fällt auch mal das Wort Arsch, was ich ganz schön finde. Yes. An einer völlig passenden Stelle. Eine total passenden Stelle. Die Figuren sind alle ambivalent. Keiner ist wirklich böse oder Schurke, sondern höchstens Antagonist. Mhm. Selbst die Sarah Sharp, die am Anfang noch so unnahmbar und schroff daherkommt, wacht am Ende auf oder taut auf und erkennt dann, was wirklich wichtig ist. Das sind kleine Charakterentwicklungen zu sehen in den Figuren, oder sie sind von vornherein eben ambivalent. Und das macht die Figuren für mich, obwohl sie Abziehbilder sind, dann am Ende trotzdem so liebevoll. Mhm. Das ist eine große Stärke dieses Filmes. Ja. Und auch wenn er 2 Stunden geht, hatte er wenig Längen. Er hat sich halt nur für vieles sehr viel Zeit genommen. Mhm. Und das finde ich schade, weil einiges andere, was wir gerade beschrieben hatten, dabei leider unter den Tisch gefallen ist. Ja. Hatte auch ein Segment drin, das meiner Meinung nach auch nicht hätte drin sein müssen, nämlich tatsächlich diese Hexe. Ja. Die ist so einmal da und dann wird da ein Steak aufgemacht von wegen, ja, alles, was du von mir kriegst, hat da seinen Preis und bist du bereit, den zu bezahlen. Da ist diese Szene mit dem wandelnden Tattoo drin, das sieht hübsch aus, aber so, also es hat nicht die direkte Auflösung, die man bei so einem Steak dann haben will. Ein Disney-Film hätte das wahrscheinlich so gemacht, dass er dadurch, dass er von ihr diesen Handel angenommen hat, immer schwächer wird. Oder er ist ohnehin schon krank und die Krankheit kommt zurück oder irgendwas. Also er hätte tatsächlich darunter zu leiden gehabt. Und das kommt, also diese Hexe hat im Grunde genommen, außer dass sie ihm dieses Gift gibt, keinen weiteren Einfluss auf diesen Film. Ja, genau. Das ist halt leider sehr schade. Und auch, dass sie an diesem Ort lebt. Und das ist ein bisschen so Ursulas Höhle da in Ariel. Mhm. Damit kann man diese Insel halt so ein bisschen vergleichen. Das ist ein bisschen Voodoo, ohne so problematisch zu sein wie bei Küstenfrosch. So. Das ist ein bisschen die Hexe aus Merida auch, oder? Vom Design. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Also sind alles so Dinge, wo ich denke, dass das viel Potenzial da, was sie so ein bisschen verschenkt haben, weil sie nicht gewusst haben, wie sie zu was Großem zusammenstückeln können. Mhm. Ist, wie ich am Anfang schon sagte, mir fehlt diese zusammenhängende Welt. Ja. Das ist ein guter Aspekt, also ein gutes Merkmal, woran man das eben auch merken kann, ist auch diese Hexe tatsächlich. Weil die am Ende des Tages, obwohl sie doch sehr auffällig und auch sehr fremdkörperig wirkt, am Ende keine Auswirkungen eben für alles Weitere hat. Und das ist schade, weil dieses Gift hätte er sich auch irgendwo herholen können. Hätten sie auch Lampenöl nehmen können oder Tomatensaft oder weiß der Geier was. Und die Entwicklung, die das alles genommen hat, wo man sagen könnte, naja, am Ende so dieses, wie er und Jacob sich am Ende gegenüberstehen, wie seine Karriere letzten Endes endet am Ende des Films und sowas. Das ist halt nicht zwangsläufig auf diesen Einsatz oder den Handel mit der Hexe zurückzuführen oder den Einsatz dieser Waffe, sondern das ist einfach der folgerichtige Fortgang all dessen, was bisher passiert ist mit dieser Figur. Ja. Also ich kann das also ganz schwer nur sehen, als das ist der Preis, den du dafür bezahlen musst, dass du dieses Gift geholt hast. Ja. Das ist mir zu uneindeutig, gerade in einem Kinderfilm. Also da müssten Signale ein bisschen klarer sein. Erwachsene können sich sowas vielleicht noch zurechtspinnen, wenn sie wollen, aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich einfach nur da, um so ein
optischen Impuls auch bei Kindern auszulösen, nach dem Motto, hier ist die Hexe, kann man Haken hintermachen. Ja. Weil diese Disney-Filme halt auch immer irgendwie eine Hexe haben. Ja. Um so ein, ja, vielleicht so ein vermutetes Requirement zu erfüllen, was Kinderfilme heutzutage eben haben. Mhm. Aber wie gesagt, dafür, also die Hexe hat weder warnende, noch lehrende, noch bedrohliche Funktionen über diesen einen Moment, wo sie da ist, eben hinaus. Also, und auch nicht dieses Verräterische, wie eine Ursula das eben hat, genau, in Ariel oder sowas, ne? Also wo man dann wirklich keine andere Wahl hat, vermeintlich, als diesen Handel einzugehen und dann einfach klar ist, du kannst den nicht gewinnen ohne Hilfe, diesen Handel. In dem Moment, wo der Captain halt sagt, wir fahren da jetzt hin, schrecken alle auch so ein bisschen zusammen, weil sie wissen, was da passiert. Man selber sitzt so, wieso? Mhm. Man hätte halt dieses Fass mit dieser Insel halt früher aufmachen können, indem man gesagt hätte, ja, wir könnten auf diese Insel fahren. Nein, fahr da nicht hin, da ist die Hexe. Genau. So, einfach den halben Film vorher das einmal erwähnen. Die nächste Insel zum Schiff reparieren wäre das und das. Nein, wir fahren noch eine weiter. Das müssen wir schaffen. Genau. Okay, Captain, für Sie schaffe ich es in 4. Nee, warte, Moment. Das war das andere Franchise. Genau. Also das eben. Und also diese Hexe kommt halt wirklich auch wieder aus dem Nichts. Ist halt auch für einen Seemonsterfilm, Piratenfilm. Ja. Ist ein Fremdkörper. Ist, glaube ich, wie gesagt, eher als optischen Impuls zu werten. Es wirkt halt wirklich wie so, ja, viele Elemente aus gerade Fluch der Karibik gegriffen, mhm, nochmal kinderfreundlicher glatt gestriffen, die hübschen, niedlichen Monsterchen aus How to Train Your Dragon dazu gepackt, nur halt in Wasserkreaturform und dann nicht so richtig gewusst, wie man damit eine vernünftige Geschichte erzählt, der Kinder auch noch folgen können, weil Fluch, mhm, der Karibik ist ja, das geht ja hin und her, das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel ohne Ende. Über eine ganze Weltkarte. Über eine, mhm, ganze Weltkarte und da Shifting Loyalties, auf Deutsch fällt mir gerade nicht ein, aber da verbündet sich ja jeder mit jedem mal, wie es gerade passt. Mhm. Also da ist es ja nicht so, dass einer immer dem einen Captain, genau, treu folgt oder so, sondern da geht ja immer jeder nach seinem eigenen Vorteil, ja, und das würde Kinder überfordern. Bestimmt, ja. Aber wenn du all diese Elemente zusammennimmst und dann nicht dieses Hickhack dazu baust, das Fluch der Karibik hat, dann wirkt es halt so wie, guck mal, viele bunte Steine, sind die nicht hübsch? Und passen aber nicht zusammen. Ja. Wo du gerade schöne bunte Steine sagst, wollen wir mal ein paar bunte Punkte vergeben? Lass uns mal bunte Punkte vergeben. Ich erkläre nochmal die Punktevergabe, weil jeder König der Podcast könnte eines jemanden erster König der Podcast sein. Hoffentlich nicht der letzte. Oder so wie in meinem Fall, ich vergesse immer, wie wir Punkte vergeben. Das ist besonders gut. Wir haben im Moment 3 Kategorien. Und zwar ist die erste Kategorie die Monstergeschichte, nämlich das Monsterdesign, Monsterkämpfe auch. Wie ist das Monster gestaltet, wie sind Monsterkämpfe choreografiert. Dann bewerten wir schon seit jeher die menschliche Handlung, weil gerade in der Showa-Ära von Godzilla-Filmen die menschliche Handlung gerne auch mal komplett parallel zur Monsterhandlung gelaufen ist und sich nur an ganz, ganz wenigen Punkten mit dieser Monsterhandlung vereint hat und darauf Einfluss genommen hat. Und neu seit der 90er-Jahre-Staffel, in der wir uns ja gerade mehr oder weniger auch befinden, ist die Kategorie Empfehlung und Filmgenuss, weil ja auch so ein 2-Sterne-Letterboxd-Film, wo man sagt, der hat technisch einfach gar nichts gerissen, aber ist trotzdem, warum auch immer, mega sehenswert, kann ja sein, das kann ja auch eben eintreten, deswegen auch nochmal so ein bisschen so dieses, hat mir der Film überhaupt gefallen, möchte ich ihn trotzdem empfehlen, kann man sich den, obwohl er vielleicht irgendwie mit 3 Kronkorken und einem Schaschlikspieß gedreht worden ist, sehr gut angucken. Ja, alles klar. Genau. Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Bitte. Monsterkämpfe, Monsterdesign, Monster for the Monsters. Die sind knuddelig süß und trotzdem teilweise aber auch entsprechend als Monster dargestellt. Es gibt ein paar tolle Aufnahmen unter Wasser, wo man diese Weite des Meeres sieht und dann leuchten da mal so 2 Augen aus dem Dunkel raus. Und man sieht, das finde ich total geil. Das zähle ich jetzt bei den Monstern mit rein, weil das Meer hier auch ein Monster ist für mich. Alles richtig. Also wäre auch ohne das Meer immer noch Monster, aber es sind ja Monster-Szenen. Richtig. Die Kämpfe fand ich richtig, richtig gut. Design, haben wir schon gesagt, ist ein bisschen simpel, aber ist jetzt nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass es keinen Sinn ergeben würde. Deswegen bin ich da locker so bei 7 bis 8 Punkten. Sagen wir mal 7,5. Die sind teilweise sehr niedlich, so wie der kleine Blue, der wie ein bisschen Stitch aussieht. Und die großen. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir halbe Punkte immer großzügig aufrunden. Also okay, dann sind wir bei 8 Punkten. Gut. Dann runden wir großzügig auf, dann bin ich bei 8 Punkten. Ja. Den Aspekt fand ich sehr schön. Die menschliche Handlung, beziehungsweise die Handlung und Monster-Mensch-Interaktion in diesem Fall,
ich habe viel Interaktion. Es geht auch darum, wie interagieren Menschen und Monster miteinander und wie sich das verändert, wie das eben wechselt auch durch Erkenntnisse und nicht immer nur draufkloppen. Ist jetzt nicht super originell, also für Originalität kann ich hier keine Punkte geben. Es ist aber mit ausreichend Herz erzählt, dass es mir trotzdem Spaß macht. Deswegen bin ich hier auch bei stabilen 6 Punkten. Und Schauwert, Empfehlung, mag ich. Ich hatte Freude an dem Film jetzt 2 Stunden lang. Ich habe den gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob der am Ende des Jahres in der Top 10 bei mir landet. Kann ich noch nicht sagen. Aber ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Und wenn mich jemand mit Kindern fragt, oh nee, wir haben jetzt schon so und so oft die und die Filme gesehen und die Kinder sind im richtigen Alter, wäre das eine Empfehlung von mir. Du hast ja auch mal viele Jahre Kinderbücher verkauft. Genau. Geht das so in die Kategorie, was würdest du für Alter empfehlen? Also ich weiß, dass das eine seltsame Empfehlungsart ist, aber ich weiß ja. Ja, also so das Mittelwertalter dafür wäre bei mir 8 Jahre. So. Also das wäre so viel jünger, da müssten die Kinder dann schon abgehärtet sein und ein bisschen was gesehen haben, was nicht ausgeschlossen ist, wenn ich mir angucke, wie viele junge Kinder mittlerweile Star-Wars-Filme schon gesehen haben. Und ich sag mal, bis 12, 13 finden die das sicher noch cool. Dann haben wir die Phase, wo sie es peinlich finden, ohnehin Filme mit den Eltern zu gucken. Und dann später mit 25 oder so vielleicht wieder cool. Ja. Und also empfehlungstechnisch wäre ich auch bei einer 8. Ja. Mir ist das Monster-Design tatsächlich zu glatt. Und zwar aus dem Aspekt heraus, dass immer, wenn man näher an die Monster rankommt, man natürlich Kratzer, Furchen und Narben sieht. Red hat während des Films, andere Monster in dem Film auch, haben während des Films immer mal so Harpunen und Speere im Rücken stecken. Die werden rausgezogen, ohne dass man was sieht, weil es ist ein Kinderfilm. Red schreit dann einmal so kurz oder grummelt einmal so kurz, dass man auch sieht, dass es ihm oder merkt, dass es ihm wehtut. Aber auch diese Speere im Rücken werden dann nicht weiter thematisiert. Man sieht schon, dass die Monster was mitgemacht haben, wenn sie nicht gerade frisch geschlüpft sind, was ja auch vorkommt. Aber gerade die großen, ich mag immer Kaiju sagen, weil es die auch sind. Ja, sind sie. Also Godzilla kommt auch aus dem Meer. Ne? Also bitte macht da bitte keine gedanklichen Fehler oder Kopfsabolter-Sprünge, weil ihr Godzilla nicht als Seemonster seht, aber Godzilla schläft im Meer. Godzilla kommt aus dem Meer rausgelaufen, ist im Meer, wenn er mal gerade nicht in Tokio ist. Godzilla ist auch ein Seemonster. Also lasst mir bitte den Begriff Kaiju für diese Monster, weil das ist es eigentlich. Die sind groß, die sind böse, die sind gefährlich. Also das sieht man bei den Kaijus hier schon. Gerade bei dem Krabben-Kaiju sieht man, dass der Panzer ordentlich angekratzt ist und auch schon von Weitem. Und das ist, glaube ich, also dieser Kontrast zwischen Red und diesem Krabbenmonster sind mir einfach zu krass. Die Krabbe muss sofort als Feind erkannt werden. Deswegen sieht es die gruseliger aus als Red, der mit seinen großen runden Augen und seinen großen runden Zähnen eben aussieht wie Toothless mit Zähnen. Ja. Und nur rot und ein bisschen langgezogen und ein bisschen fischartiger. Der soll natürlich freundlich und sympathisch wirken. Und dann hast du halt diesen fiesen Krabbo da als Gegenstück, der einfach stilistisch in dem Moment nicht reinpasst. Hätte man dann auch genauso niedlich machen müssen, was ich tatsächlich begrüßt hätte. Ich hab nichts gegen niedliche Kaijus. Eine meiner liebsten Kaiju-Medien oder Geschichten ist Kaiju Max. Das ist eine Comic-Reihe von Xander Cannon, die, obwohl sie so niedlich gezeichnet ist, nicht für Kinder ist. Es ist relativ, ist im Grunde genommen ein Gefängnisfilm, wie man ihn in den 70ern gerne mal gesehen hat. Aber dann eben mit Kaijus, weil sie, die werden auf so einer Insel gehalten und müssen dann eben ausbrechen. Da geht es um Drogenhandel. Kaijus bringen sich gegenseitig um. Es ist mega krass, eigentlich thematisch. Aber Xander Cannon hat einen sehr comicartigen, niedlichen Zeichenstil, sodass einfach alle Kaijus, die in dieser Serie rumlaufen, so rund und bubbly sind. Und das hätte man hier auch machen können. Und die sind da ja durch ihr Wesen bedrohlich in dieser Comic-Reihe. Und das fand ich schade, dass das nicht gemacht worden ist. Auch Toothless hat in den Drachenreiter leicht gemacht Filmen so ein bisschen bedrohlichere Szenen oder auch gruseligere Szenen, wo er dann trotzdem also niedlich mit diesen großen Hundeaugen durch die Gegend rennt, halt eben auch ein bisschen mehr Emotionen versprüht als einfach nur Auge zu Auge auf. Man sieht Red im Gesicht an, was er denkt. Oder sie, ist glaube ich sie, ne? Sie, ja. Machen sie, glaube ich, auch relativ wichtig. Thematisch machen sie das, glaube ich, relativ groß klar, dass es eine sie ist. Aber genau. Also kommuniziert viel über die Augen, weil die sind halt sehr ausdrucksstark, auch bei ihm oder bei die Körperhaltung.
Das ist auch witzig manchmal, aber das heißt, nach dreimal ist der Witz dann auch erzählt, wenn er dann wieder, wenn Red dann mal wieder so aus dem Augenwinkel so guckt und so, so, okay, habe ich jetzt verstanden, weiß ich schon. Also da auch wieder so als, es ist halt auch wieder hier nicht konsistent genug. Also wenn, also du kannst halt nicht ein Monster besonders gruselig aussehen lassen, wie es eben den Krabbo hier ist, wenn alle anderen eben so fluffy und gummiartig eben durch die Gegend rennen. Ich fand, also da, ich fand das gelbe Walrossmaden-Monster fand ich tatsächlich ein bisschen albern. Es hat halt alles, also die Monster, also alle anderen Figuren um die Monster herum sind super realistisch dargestellt. Also die menschlichen Figuren werden immer realistischer in diesem Film. Und dann macht man die Monster hier so rund und witzig. Auf Blue halt eben das Haustier, das ist so Creature from the Black Lagoon, aber in blau und niedlich und hundeartig, so, ne, mit diesen Fisch, Fins, ne, Ohren und sowas, ne, so ein bisschen wie Merman von He-Man auch, genau, aber dann eben in klein, blau und wobbly und so, und die sehen alle ein bisschen feucht aus, ein bisschen glitzern und so, das ist alles ganz hübsch. Ah, es ist, in mir schlagen da gerade zwei Herzen, weil ich dem Film nicht vorwerfen möchte, kinderfreundlich zu sein. Auf der anderen Seite finde ich es aber schade, dass man sich dann nicht getraut hat, die Monster ein bisschen schroffer, ein bisschen detailreicher auch darzustellen. Es ist alles super simpel gestaltet, sobald es nicht das Monster ist, was gerade gruselig wirken soll. Also eben auch dieser, nennen sie ihn Rattleback oder wie heißen die? Riddleback, Nickelbacks. Irgendwie sowas, ja. Musste mal an Nickelback denken, deswegen habe ich mir den richtigen Namen nicht gemerkt. Toll. Aber die sind halt, also dieser Grüne am Anfang, der ist halt auch wieder gruselig. Und wäre das, oder gruseligere, ein bisschen schroffer, ein bisschen härtere Linien im Design. Und wäre das Design für die Monster insgesamt gewesen und man hätte Red trotzdem große, runde, liebe Augen gegeben, wäre es ja trotzdem funktioniert. Bei Gamera hat das gut geklappt. Bei Gamera, bei Toto hat das wunderbar geklappt. Toto sieht im Grunde genommen aus wie jeder andere Gamera, hat einfach nur große, niedliche Augen und so ein bisschen ein runderes Gesicht. Ja, ist so und das süß. Reicht ja, Toto ist so süß. Und das reicht ja auch schon vollkommen aus. Und naja, wie gesagt, also das war für mich so ein bisschen, also auch wieder Potenzial da gewesen. Man hat es nicht so richtig konsequent ausgeführt. Wie gesagt, ich mach Punktabzug, weil es nicht konsistent ist, bleib aber beim Monster-Design auch immer noch bei 8 Punkten. Und auch beim Monster-Kampf, weil auch der Kampf zwischen Red und dem Krabbo ist toll gestaltet. Und dann vor allem eben auch zu sehen, wie Macy und Jacob da immer zwischensitzen und auf der Krabbe runterrutschen und so weiter und so fort. Und dann zoomt die Kamera halt eben so aus und du siehst, wie klein sie eigentlich ist. Und dieses Krabbo-Monster, wie groß das eigentlich ist. Du kriegst dann plötzlich so ein bisschen den Maßstab mit und sowas. Das sind riesige Monster, die auch wirklich bedrohlich aussehen. Bisschen befremdlich fand ich die Sequenz auch kurz davor, wo sie halt von Red gefressen worden sind und dann in ihr so rumgestiefelt sind, wo ich dachte, jedes andere Viech wäre aufgestiegen, hätte genießt und wäre einfach weitergeschwommen. Was hat Red davon, die beiden jetzt mitzunehmen? Ist mir nicht so richtig klar geworden. Hätte die auch einfach fressen können, weil am Ende des Tages ist sie halt auch einfach nur ein Monster und mein Gott, sie kämpft gegen die Menschen, warum verschont die beiden jetzt? So, ne? Also da war schon klar, dass sie gesehen hat, dass, also vermutet hat, dass Macy ihr hilft, als es noch beim Kampf ist mit dem Schiff von Captain Crow und sie deshalb Macy beschützt. Ja. Nun ja, jedenfalls, das fand ich ein bisschen unlogisch und ein bisschen seltsam. Menschliche Handlung habe ich, glaube ich, gerade ausführlich drüber gesprochen, lande ich bei einer 6. Ist es eine Empfehlung, wenn euer Kind, eure Kinder, wenn die in der Lage sind, einen 2-Stunden Film auch durchzusetzen, dann kann man den mit den, kann man diesen Film mit euren Kindern bestimmt gucken. Man braucht 2 Stunden, finde ich, ist echt Sitzfleisch möglich. Also das ist, finde ich, wirklich nicht so leicht verdaulich. Man muss sich auch Zeit nehmen dafür. Der Film wird am Ende nicht langsamer oder auch nicht schlechter dadurch, aber du merkst einfach, dass dann 2 Stunden rum sind, wenn der Film zu Ende ist. Ich habe zwischendurch auf die Uhr geguckt und dachte, okay, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Und dann passiert aber auch wirklich noch eine halbe Stunde Handlung. Der Film dümpelt nicht vor sich hin, sondern es passiert in der halben Stunde ja auch wirklich noch was. Es ist nicht diese japanische halbe Stunde. Genau. Sondern es sind also wirklich da auch noch Dinge, die da passieren und die Dynamik geht auch immer mal wieder hoch und runter. Also es ist auch nicht so, dass da irgendwo Leerlauf wäre in dem Film, sondern der Leerlauf in dem Film ist tatsächlich dann auch gerechtfertigt, wie ich finde. Aber 2 Stunden muss man da auch wirklich mitbringen. Für erwachsene Kaiju-Fans, weiß ich nicht, wenn ihr Drachenzähm leicht gemacht gesehen habt, dann wird euch dieser Film nichts Neues erzählen. Wenn ihr was für zwischendurch braucht, schön und gut, da könnt ihr aber sicherlich auch einen von den Monsterfilmen auf Netflix finden.
Also für, also das ist jetzt meiner Meinung nach für Kaiju-Fans, die wirklich hardcore die Godzilla-Filme aus den 70ern feiern oder irgendwie sowas, sicherlich gar nichts. Nee. Wenn ihr sowieso gerne Animationsfilme und Monsterfilme mögt und auch mit Kinderkompatibilität keine Probleme habt, dann ja. Aber ist für mich jetzt kein Must-See im Bereich Monsterfilm. Also davon ist er weit entfernt. Obwohl er an einer Stelle sehr, sehr deutlich einen Godzilla-Film zitiert. Ah, Godzilla und Alien wird zitiert. Ja. Ja. Also das sind also durchaus, also die wissen, wie ein Monsterfilm auszusehen hat. Das habe ich auch gar nicht in Abrede gestellt. Monster-Szenen, gerade wenn sie dann mal wieder auftauchen und auch die Choreografie der Monster, wie sie im Meer agieren und sowas, komplett handwerklich super und auch total fundiert. Gibt's nichts zu meckern von meiner Seite aus. Ist aber jetzt, wie gesagt, kein Must-See-Film. Was ich schade finde, weil ich hätte mir ein bisschen mehr versprochen. Mhm. Bringt aber meiner Meinung nach auch so dieses Swashbuckling-Piraten-Feeling nicht so richtig geil rüber. Es fehlt halt so ein bisschen so, es gibt so ein Sea Shanty, so nach dem Motto, ja, wir leben und wir sterben gut und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch eine Flasche Rum dazu und so weiter. Das ist für mich auch so ein bisschen so dieses, ja, der Wellerman war jetzt gerade vor 2 Jahren oder sowas mal in, das machen wir jetzt auch noch schnell. So, es war bei weitem nicht so gut wie der Wellerman. Das stimmt. Na, es ist super solide. Und aber wenn ihr den als Kaiju-Fans, die hier in diesem Podcast zuhört, nicht gesehen habt, wird euch nichts fehlen. Mhm. Also wirklich nicht. Mir tut es genau wie dir nicht leid, ihn gesehen zu haben, aber. Ja. Kannst du das in Punkten ausdrücken oder ist das nur so eine allgemeine Empfehlung? Also, ist, Punkte müssten da gar nicht sein. Also auf einer Skala von 1 bis 5 mit dem Höchstwert 10, eine minus 3. Kein Kuchen für dich. Den Witz habe ich in diesem Podcast bestimmt schon 100 Mal gemacht. Ja, wahrscheinlich. Naja, nö, also total solide ist halt, wenn man Netflix sowieso hat, sicherlich für den Nachmittag mal okay. Ist halt, wenn man so ein bisschen so ein karibisches Feeling haben möchte, total gut. Und wenn man halt was möchte, was nicht How to Train Your Dragon ist, aber doch, dann kann man das mitnehmen. Ja. Also gerade wenn die Kinder das total mögen und mal was anderes sehen wollen. Oder ihr stellt denen mal was vor und sagt, hey, es gibt auch noch was anderes als Wikinger. Es gibt nämlich auch noch Piraten. Und wenn ihr damit durch seid, gibt es auch noch Ritter und Ninjas. Und Weltraum. So. Mm. Ne? Unendliche Möglichkeiten. Unendliche Möglichkeiten. Es gibt also auch noch andere Stereotypen. Ne? Mal ganz ehrlich, bevor ihr Captain Sharky guckt, dann doch lieber das hier. Auf jeden Fall. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Das war der König der Podcast-Guiden. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen spannenden Podcast zu einem weiteren spannenden Film. Ahoi. Ahoi.